Ja, hallo, herzlich willkommen zu HEZ, dem Video auf heinzschmitz.org. Heute sieht alles wieder ein bisschen anders aus. Ich habe kein Durcheinander hinter mir, sondern einfach eine, tja, gelbe Wand oder orangefarbene Wand. Und ich wandere hier, wie Sie sehen, über ein weites Areal. Grund dafür ist an sich, dass wir heute über ein Videoprogramm reden wollen. Und zwar gibt es von Pineckel das Studio 24, ein etwas größeres Programm, mit dem man wunderschöne Videos schneiden kann. Und Sie sehen jetzt hier auf dem Bluescreen das Titelbild davon. Aber wie man das jetzt so macht, also jetzt habe ich ja hier insgesamt 6 Kameras stehen und die sollen alle zusammen auf ein Video drauf. Die sollen einfach bequem zusammengeschnitten werden. Und wie man das macht, das möchte ich Ihnen gerne erklären. Wollen wir es mal probieren? Also jetzt habe ich wieder mein Durcheinander, ich bin wieder im Büro. Das haben wir draußen aufgenommen, oder habe ich draußen aufgenommen, das können Sie hier sehen. Hier sind die 6 Kameras zu sehen, ich hier sogar ohne Strümpfe. Das haben wir zwischen 2 Gewitterschauern aufgenommen und mussten uns da sehr beeilen. Das kann man auch dem Video teilweise ansehen. Also, das war ein mit 6 Kameras gedrehtes Video, immer wieder rumgeschnitten. Und wie man das so zusammenschneidet, das zeige ich Ihnen. Und zwar dieses Pineckel Studio 24. Er hat an sich eine lange Geschichte. Pineckel war früher selbstständig, war dann Teil von Avid. Der Consumer-Teil, also dieses Pineckel-Teil, wurde dann von Avid an Coral verkauft. Und Coral entwickelt das Produkt natürlich jetzt kontinuierlich weiter. Und ein paar von den Sachen möchte ich Ihnen gerne zeigen. Natürlich kann ich Ihnen nicht alles zeigen. Ein Videoprogramm, sowas wie der Pineckel Studio 24, ist so mächtig, da würde man Wochen dauern. Dafür gibt es ganz viele Tutorials, wenn man sich dafür interessiert. Da gibt es Videotutorials. Alles, was man wissen muss, kann man hier über diese learncoral.com-Seite erfahren. Aber wir wollen uns ja das Programm mal ein bisschen ansehen. So, das ist der Schmitz, der wird jetzt erstmal weggeblendet. Zack. Und hier ist das Programm. So kommt Coral, so ist dann Pineckel Studio 24, wenn man es öffnet oder wenn man es macht. Und was ich jetzt machen möchte, ich möchte also die 6 Kameras nehmen und den Sound und möchte daraus jetzt dieses Multi-Line machen. Diesen Multi-Line mit diesem, wie heißt der, Multikamera, mit dem Multikamera-Editor arbeiten. Wenn man da drauf klickt mit der rechten Maustaste, habe ich hier meine 6 Videos und den Sound in der Soundleiste drin. Und das könnte ich jetzt noch umsortieren, aber ich sage, das ist okay. Und jetzt macht er mir den Multicam-Editor auf, indem ich jetzt eben oben links die 6 Videos habe. Habe hier unten noch meinen Sound. Und das Ganze muss natürlich synchronisiert werden. Es gibt jetzt 2 Einstellungen, die ich mache. Erstmal das resultierende Video soll dieses Audio haben. Das war das, was ich dann mit dem Lavalier aufgenommen habe. Und das Ganze soll synchronisiert werden durch Audio. Audio brauche ich dann gleich nochmal für was anderes. Das dauert jetzt einen Moment, bis er das gefunden hat. So, jetzt hat er schon sortiert. Ich sage, jetzt zeigt mir doch mal bitte die Audiospuren an. Ganz einfach. Ich möchte starten an dem Punkt, an dem ich angefangen habe hier, bis man meinen Willkommensgruß angefangen habe. Ansehen möchte ich mir die Kamera 1. So, und wenn ich jetzt hier oben auf die Kamera 1, ich nehme also Multicam auf, man könnte auch Picture in Picture in einen Film reinmachen, machen wir jetzt nicht. Wenn ich jetzt also hier auch sage, ich fange mit der Kamera 1 an, dann legt er hier fest, dass im Prinzip jetzt die ganze Zeit die Kamera 1 läuft. Aber ich will ja umschalten. Das geht ganz einfach. Ich lasse einfach das Video laufen und schalte denn hier oben im Bildschirm einfach um. Ich zeige Ihnen das mal. Ja, hallo. So, Kamera 1 ist noch an. Jetzt werde ich mich gleich anfangen zu bewegen. Jetzt sieht man, dass ich in die Kamera 2 reinkomme. Ich nehme also die Kamera 2. Jetzt kommt die Kamera 3 dran. Das ist die, die weiter weg war. So, das ist jetzt die Kamera 3. Die Kamera 4 sind wir schon. So, und jetzt gehe ich in die Kamera 5, der Überschnitt, da haben die Kameras sich nicht genau überschnitten, deswegen ist da ein kleines Loch. Ich habe auch soeben von einem Bluescreen gesprochen, der ist Greenscreen, wie man sieht. Ich habe also da eine grüne, deswegen mussten wir auch schnell aufhören zwischen den Schauern. Sobald Wind kam, flog das Ding weg. So, jetzt gehe ich wieder zurück, die Kamera 4 jetzt wieder, jetzt die 3, die 2,
und zum Abschluss die 1 und fertig. Jetzt sind wir hier hinten noch ein bisschen zu lang, also schiebe ich einfach jetzt hier die zusammen bis da, wo die Sprache aufhört. Deswegen habe ich mir hier unten die Sprache anzeigen, also Audio anzeigen lassen. So, ich bin fertig. Und habe jetzt hier in meiner Kollektion, ich habe jetzt keinen Namen gegeben, die heißt jetzt Multikamera 2 oder Multikamera 6. Ich habe schon ein bisschen probiert, wie Sie sehen. Ich lege das mal auf die A-Spur, AV-Spur 2 und sage, schicke das doch bitte mal an die Timeline. So, jetzt habe ich hier unten meine Timeline. Könnte also jetzt hier durchgehen. Und Sie sehen, hier hinten kommt jetzt gleich, da müssen wir vielleicht ein bisschen kleiner machen. Na, mach dich mal was kleiner. Das können wir hier mitmachen. Ich möchte also den gesamten Film sehen. Und hier hinten kann man jetzt sehen, da fängt dann hier der Bluescreen an. Greenscreen. Entschuldigung. So, und ich möchte hier den jetzt im Prinzip durchsichtig machen und dahinter die Grafik haben. Die Panekel Studio 24 Grafik. Das ist die hier. Die kann ich ja schon mal auf eine V-Spur ziehen. Die soll hier, wo fängt das an? So, hier fängt die Kamera an. Und die kann ich jetzt einfach breit machen, bis ich wieder aus dem Bild rausgehe. Ich habe das übrigens in dem Intro-Video mit 2 Einstellungen gemacht, damit man diesen Umschnitt, das Effekt besser sieht. Ich lasse sie jetzt einfach so einfach, so wie sie ist. So, und jetzt braucht man natürlich an sich, ups, jetzt bin ich da raus, geh mal weg, da, so. Jetzt brauche ich ja an sich nur noch den Greenscreen dazu. Dafür kann ich hier mit dem Editor sagen, ich suche mal einen Keyer, na komm, Keyer, und möchte den Studio Chroma Keyer, das ist ja eine Farb, ich will ja Farben, na komm, ich will ja Farben, warum kommst du nicht runter? Da bin ich. So, ich habe hier auf das Falsche draufgesetzt, Entschuldigung, das war jetzt vollkommener Blödsinn, den muss ich da löschen, denn ich will ja den, so, ich will den ja hier drauf haben. Ich hatte das aus Versehen aktiviert, also Keyer, den Chroma Keyer setze ich jetzt da drauf. Und Sie sehen schon, hier hinten ist es schon durch transparent. Ich habe einfach auf Standard gesetzt. Jetzt kann man noch ein bisschen, die Kamera hat hier nicht sauber gearbeitet. Jetzt kann man hier noch ein bisschen mit den Farbtoleranzen rumarbeiten, wie man das am besten macht. Eventuell noch ein bisschen Spillunterdrückung, also die grünen Kanten weg. Ein bisschen weicher vielleicht doch. Also das, da kann man dann so lange spielen, bis es optimal ist. Zum anderen ist auch der Studio 24 steht nicht so, wie er soll. Das sehen wir uns vielleicht gleich in der anderen Einstellung an. Da soll er optimal stehen. Also hier soll er dann optimal stehen. Das heißt, ich muss mir den erstmal nehmen, auch wieder in den Editor mit seinen Eigenschaften und muss sagen, du musst also horizontal ein bisschen verschoben werden. So vielleicht, so, da kann man es besser sehen. Wir könnten den auch noch vergrößern, verkleinern, aber der passt ja so ganz schön. So, wir sind jetzt im Prinzip mit unserem Video schon fertig. Ich habe mein Intro-Video fertig. Ich kann das jetzt also jetzt hier, ich lasse das mal ab hier laufen. Im Preview. Und Sie sehen hier, ist schon zu sehen, das eingestanzte Video auf den Greenscreen, nicht Bluescreen. Und wenn ich jetzt zurücklaufe, dann ist das alles fix und fertig. Gut, man kann sich jetzt noch ein bisschen Mühe machen mit den Farbeinstellungen, mit allem. Man könnte auch noch Farbkorrekturen machen, dann wird das noch optimaler. So, ich habe aber jetzt im Prinzip mit ein paar Klicks mein Intro, das Sie soeben gesehen haben, fertig. Es ist ungefähr fertig. Aber das soll jetzt mal für diesen Teil reichen. Ich möchte Ihnen nämlich noch andere Sachen zeigen. Wenn man so ein Video hat, gehen wir mal hier raus, gehen wir wieder auf die Bibliothek, ich schmeiße das einfach mal weg hier. So, und zwar habe ich ja diese Kamera 3, oder nehmen wir die, da gibt es eine abgespeckte Version, die heißt, ich glaube Effekt. Die müsste das sein, die gibt es aber nicht mehr. Ich muss mal gucken, wie die heißt, denn die habe ich hier in meinem drin. Die heißt einfach Effekte. Nein, Effekt 2 heißt sie. Die kann ich also jetzt hier übernehmen. Die heißt Effekt 2. Deswegen, ich habe die einfach gekürzt. So, jetzt kann ich wieder hier hingehen.
gehe zum Anfang und schicke die Effekt 2 jetzt auf meine Timeline. So, und jetzt können wir damit ein wenig rumspielen. Ich möchte zum Beispiel, dass während ich da rechts rüber gehe, also der ist jetzt relativ kurz, der fängt hier vorne an und endet da, wo ich rechts aus dem Bild rausgehe. Ich möchte aber, dass im Prinzip in der Zeit nur mein Kopf gezeigt wird, ein bisschen größer als mein Kopf. Gut, ist nicht ungefähr das Beste, aber ich möchte, dass der Kopf gezeigt wird und dass auch die Kamera mir folgt. Das geht natürlich auch, wenn wir hier sagen, mit Pan und Zoom heißt das. Da kann ich das einstellen, wie das starten soll. Und zwar sage ich nicht statisch, sondern er soll animiert werden. Und Sie sehen jetzt hier zwei Rahmen, einen grünen und einen roten. Der rote wäre der Endrahmen. Der soll wieder sein, nachher wahrscheinlich so wie der Anfangsrahmen. Den kann ich also zunächst mal, nehmen wir erstmal den grünen. So, ich mache den kleiner, setze den so auf mein Gesicht drauf. Ein bisschen rüber vielleicht. So, den roten, das ist ja der Endrahmen, der wird wahrscheinlich wieder ungefähr da sein, wo der Anfangs, nein, der wird ja hier hinten sein, da wo ich aus dem Bild rausgehe. Wenn ich es jetzt einfach laufen lasse, kann sein, dass es geht, wahrscheinlich aber nicht, denn ich werde ja vielleicht, auf der rechten Seite können Sie sehen, das Resultat. Ja, hallo, herzlich willkommen. Es könnte natürlich jetzt sein, ich nehme mal den Ton weg, der stört. So. Da. Da war es ein bisschen unscharf. So, jetzt gehe ich rüber. Der läuft jetzt mit. Zufällig läuft er hier sogar richtig mit. Normalerweise kann man den auch zwischendurch. Jetzt gehe ich zum Beispiel aus dem Bild raus. Das finde ich jetzt suboptimal. Ich möchte also in der Phase, wo ich da, muss man ein bisschen zurückgehen. Hier bin ich ja aus dem Bild raus im Prinzip. Also nehme ich mir jetzt hier den weißen Rahmen und setze mich da wieder in die Mitte und schau mal, wie das weitergeht. Habe also einen Keyframe gesetzt. Jetzt geht er schön mit. So, jetzt bleibe ich stehen. Das ist auch suboptimal. So, gehen wir mal wieder rüber und, na, und schieben mal wieder weiter. So, und jetzt habe ich mir im Prinzip eine Kameraverfolgung eingebaut. Ich kann das ja nochmal laufen lassen. Wie gesagt, auf der rechten Seite das Resultat. Gut, das ist jetzt, oh, jetzt ist er schon losgelaufen, ne? Das wollten wir ja nicht. Hier soll er noch im wunderschön mich betrachten. So. So. Und dann erst weitergehen, wenn ich anfange zu laufen. Also kann ich mit den Frames, ich kann beliebig viele Frames zwischen Positionen setzen und kann damit das Verschieben oder kann damit immer den Fokus auf dem Objekt, auf dem Gesicht oder irgendeinem Objekt halten. So, das war also eine Sache. Das wollen wir jetzt mal wieder wegschmeißen. Na, wir wollen jetzt hier, hier ist jetzt der Effekt drin. Per Zoom, den will ich wieder löschen. Denn es geht noch was anderes. Ich kann das auch automatisch verfolgen lassen. Ich kann also ein Objekt, da gibt es mehrere Sachen. Wir müssen mal wieder den Editor und suchen. So. Wir wollen, ups, jetzt habe ich ihn nur vertauscht. Ich habe also jetzt rechts und links vertauscht, das wollte ich aber jetzt nicht. Ich will mal sehen bei den Effekten. Und zwar, wir haben den Keyer gesehen, wir haben, hier kann man jetzt noch Farben einstellen. Man kann Effekte einstellen, wie eventuell das Bild verändert werden soll, die Farbqualitäten verändert werden sollen. Aber was ich an sich machen wollte, ist was ganz anderes. Ich möchte den Bewegungsverfolgung einschalten. Das ist ein extra Programmteil. Und zwar sage ich, da gibt es zwei Sachen. Ich möchte zum Beispiel etwas machen, was man schon mal sieht, wenn man im Fernsehen schaut. Man kann darauf ein Mosaik setzen, unkenntlich machen. Wenn Sie zum Beispiel im Film eine Autonummer haben und wollen die nicht weiter vorzeigen, dann geht das und dann kann man den auch mitlaufen lassen. Aber das war nicht das, was ich wollte. Ich wollte nicht das Mosaik. Wir können den auch dann direkt wieder, den Verfolger können wir wegschmeißen. Denn ich möchte gerne einem Objekt folgen. Jetzt sage ich hier das, na komm, ich sage, das ist das Objekt, dem ich folgen möchte. Der soll denn hier, während er rüberläuft, soll er dem immer nachlaufen. Wir gehen jetzt vielleicht mal ein bisschen vor,
Sonst dauert das so lange, das Einrechnen der Effekte dauert relativ lange. So, ich fange jetzt einfach mal hier an, bei einer Minute. Nehme mir den Tracker und füge den hinzu. Den Einser brauchen wir an sich gar nicht mehr, den können wir löschen. So, ich habe jetzt den hier und jetzt soll der im Prinzip ja so eine Art Heiligenschein kriegen. Habe ich auch mal verdient. Mal schauen, ob ich den finde. Hier gibt es, so einen kleinen Videoclip, den ziehe ich da drauf. Jetzt ist der natürlich zu groß. Ich sage also, die Breite soll nicht 25 sein, die soll vielleicht, na, was weiß ich, 10 sein. Na, komm. Soll 10 sein. Das war jetzt zu viel. So, und der soll auch 10 sein. So, und dann muss der noch ein bisschen nach oben geschoben werden. Denn der soll wie so ein Heiligenschein über mir sein. Und jetzt kann ich sagen, das rechnen wir das doch mal bis zum Ende aus. Das, wie gesagt, das dauert jetzt einen Moment. Er muss jetzt in den einzelnen Frames gucken, wo ist das Gesicht, wo muss ich denn oben den Clip, das ist übrigens auch ein Filmchen, wo muss ich den hin positionieren. Das, wenn man das komplett macht, über einen kompletten Film macht, kann das schon mal ein Stündchen vergehen. Aber das ist einfach notwendig, damit man es machen kann. Oder damit das realisiert wird. Es ist eben Rechenarbeit, denn das ist ziemlich viel. Das obere Video muss verkleinert werden. Er muss das Tracking des Gesichts muss er nachverfolgen, bis es hinten rausgeht. Und dann haben wir irgendwann das auch fertig. Wollen wir schauen. Jetzt müsste es da sein. Ich schaue mal, was passiert, wenn ich das laufen lasse. Dann sehen Sie das über mir wie ein Heiligenschein, dieses HEZ in Video Logo rumläuft. Okay, sage ich, das ist das, was ich an sich wollte. Sehen jetzt hier, hier ist der eigentliche Videoclip und hier ist das, dieser, ich nenne mal Heiligenschein. Jetzt kann ich natürlich noch sagen, okay, ich möchte damit noch Effekte machen, wie jedes Programm hat er ein Ausblendeeffekte. Ich sage also, er soll hier oben eingeblendet werden, er soll am Ende ausgeblendet werden, damit das nicht so abrupt reinkommt. Dann kann ich natürlich auch noch sagen, hier das Video, wenn das im Anfang ist, dann soll es erstmal 2 Sekunden und hinten auch ausblenden, soll das erstmal 2 Sekunden dauern, bis es da ist und hinterher 2 Sekunden raus. Dann hat er ja den Sound drunter, der passt jetzt auch nicht wirklich so dazu. Wenn wir uns das jetzt mal ansehen, wo ist er? So, komm. Wenn wir uns das mal ansehen, den Sturm habe ich stumm geschaltet. Also, ich fange jetzt gleich an rüber zu laufen und irgendwann, wenn Sie sehen das ja auch hier, wenn der ankommt, der wird oben der Heiligenschein eingeblendet. Man hört übrigens auch die Geräusche davon, die können wir noch wegnehmen. So, das waren die Geräusche des Drehtellers einfach. Ich möchte jetzt aber vielleicht trotzdem was drunter haben. Vielleicht wollen wir was Musik drunter haben. Was mit dem Programm kommt, sind ganz viele Sounds. Ambient Sounds, Classic, Electronic Music. Die kann man sich auch anhören. Der ist doch vielleicht ja ganz gut. Jetzt ziehe ich bitte hier drunter. Der passt sich in der Länge ungefähr an. Naja, der passt jetzt nicht ganz. Ziehen wir den hier ein bisschen was zusammen und sind damit fertig. Jetzt habe ich einen komplett neuen Film gemacht. Ich habe die Sounds alle ausgeblendet. Kann jetzt zum Anfang gehen und kann sehen, was ich denn da gemacht habe. Sie hören jetzt also im Hintergrund die Musik. Das ist GEMA-freie Musik, die mitgeliefert wird. Sie sehen da oben das Bild. Jetzt gleich wird eben das Video eingeblendet, das im Prinzip am Gesicht hängt und mit dem Gesicht vorwärts bewegt wird. Und das Ganze geht eben, bis ich rechts aus dem Bild rausgehe. Und schon ist das Video fertig. Sie haben gesehen, das ist allerdings alles sehr, sehr wenig Arbeit. Es geht sehr einfach, damit zu machen. Man braucht ein bisschen Einarbeitungszeit, wie bei jedem Videoprogramm. Die Philosophien auch aller Videoprogramme sind ein bisschen unterschiedlich. Das hier ist ziemlich gut aufgebaut. Ich bin damit relativ schnell zurechtgekommen. Ein paar Effekte muss man natürlich suchen, weil die irgendwo in den Dateien, in den ganzen Menüleisten versteckt sind. Und ich konnte auch nur einen ganz, ganz kleinen Teil Ihnen zeigen von dem, was das Programm kann, das mächtige Programm kann. Das war das, was ich Ihnen heute erzählen wollte. Pineckel Studio 24. Ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag und auf Wiedersehen bald hier auf henschmitz.org.